habe 2006 hier angefangen zu studieren, arbeite mit Torben Maas zusammen in unserer gemeinsamen Filmproduktion, Filmschaft Maas und Filmich. Und die haben direkt nach dem Studium gegründet oder ziemlich direkt danach. Und da war ja auch die Schule sehr Inspirationsträger dafür. Ja. Das Studium vermittelt eine wahnsinnig gute Basis. Und das war so ein sehr breit gefächertes Studium, wo wir wirklich Einblicke in ganz viele Bereiche bekommen haben. Was mir wahnsinnig geholfen hat, persönlich, weil ich war davor schon beim Film tätig und habe mit dem Medienmanagement-Studium wirklich in ganz viele andere einfach Medienbereiche schauen können und eine super Grundlage vermittelt bekommen. Vor allem dieser Zusammenhalt, und wir waren sehr kleiner, Studiengang und dieser Zusammenhalt und das Zusammenwachsen der Leute, das hat sich jetzt auch bis jetzt eigentlich gezogen. Wir haben sehr viel Austausch und sehr viel Kontakt noch mit den Studierenden von damals, die jetzt in alle unterschiedlichen Richtungen gegangen sind und in unterschiedlichen Branchen sind. Und ja, wir haben in den letzten Jahren, uns gibt es seit 2011, haben wir 3 Kinofilme umgesetzt und eine Serie. Für den SWR, für unseren ersten Kinofilm, das war auch so ein bisschen der Start und der Kickoff für uns, haben wir den Bayerischen Filmpreis oder den VGF Nachwuchsproduzentenpreis beim Bayerischen Filmpreis gewonnen. Und damit haben uns sich natürlich einige Türen für uns auch geöffnet. Jetzt gerade ist irgendein Film von uns in der Fertigstellung, der nächstes Jahr ins Kino kommt, von der Regisseurin Helena Hufnagel. Momentan heißt der Film noch Why. Es ist eine Mädelsfreundschaft, erwachsen werden Ende 20, also genau in dem Bereich, in dem wir uns alle nach dem Studium oder viele bewegen. Und, ja.